Durch Sensoren auf jeder Seite des vorderen und hinteren Stoßfängers warnt sie der Toterwinkelwarner sofort, wenn sich ein Fahrzeug im Erkennungsbereich befindet. Diese orangefarbene Kontrolllampe informiert sie darüber, dass sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet, das in die gleiche Richtung fährt wie sie. Wenn Sie den Blinker auf der Seite setzen, auf der ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt wird, beginnt die Kontrollleuchte zu blinken, um Ihre Aufmerksamkeit auf die potenzielle Gefahr zu lenken. Das System funktioniert, wenn Ihr Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 140 km/h unterwegs ist. Um den Toterwinkelwarner zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie auf der Multimedia-Anzeige das Menü Fahrzeugparameter aus. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie den Schalter erneut. Es wird die Meldung Anhänger, Totwinkelwarner aus angezeigt. Es wird empfohlen, darauf zu achten, dass die Sensoren, die sich an beiden Seiten des vorderen und hinteren Stoßfängers befinden, nicht durch Schmutz, zum Beispiel Schlamm oder Schnee, verdeckt sind. Das gleiche gilt für die Totwinkelwarnleuchten an den Rückspiegeln. Denken Sie daran, dass die korrekte Funktion des Systems unter bestimmten Bedingungen beeinträchtigt sein kann. Dies gilt insbesondere bei starkem Verkehr, besonders kurvigen Straßen, starkem Regen, schlechter Sicht oder wenn die vorderen und hinteren Sensoren gleichzeitig ein Objekt erkennen, beispielsweise einen langen LKW. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Funktion eine zusätzliche Fahrhilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Achten Sie immer auf Ihre Fahrumgebung.